Hallo, gleich geht's los mit unserem Live-Q&A. Die Herr Tietje steht schon in den Startlöchern. Sie begibt sich jetzt an einen, ja, ich sag mal, relativ romantisch gedeckten Tisch und wartet da bereits auf den Marc. Und den Marc holen wir jetzt gleich ab aus dem Set. Der ist gerade noch on-air, aber gleich kommt er zu dir und dann kümmert ihr euch um all die Fragen, die unsere Zuschauer so zur Türkei haben. Wir freuen uns drauf. Ja, ich freue mich auch. So, dann schauen wir, dass du nette Getränke für ihn organisierst. Hab ich für euch beide. Dann, ich weiß doch, was der Marc mag. Was der Marc mag. Und dann kannst du gleich losgehen. Okay. Freue mich. So, und wir schauen jetzt nochmal zum Set. Da steht er nämlich noch und arbeitet noch hart. Und ich warte schon hier, um ihn dann an seinen Tisch zu eskortieren. Wir machen mal weiter mit der Frage- und Antwortstunde. Die Sendung ist hier jetzt vorbei. Wir haben ja bis 18.15 Uhr live hier von der türkischen Riviera aus dem Hotel Delfin die Grand gesendet. Wie auch schon gestern und vorgestern mit dem Kollegen Dirk Mödling. Und morgen senden wir auch wieder hier live. Von 9 Uhr am Morgen bis 13.30 Uhr. Und das mache ich nicht alleine. Es ist ein ganz großes Team mit dabei. Und die Sarah ist mit dabei, die jetzt hier die Kamera hält gerade. Und auch mit dabei, oh mein Day. Die hat Tief. Ist das Games? So, erstmal sorry. Ja, wir waren auf dem Steg draußen, da war der Empfang oder der Ton nicht so gut. Wir hoffen, dass es jetzt besser ist. Bitte gebt uns direkt Rückmeldung, ob man uns jetzt gut verstehen kann. Wir würden es gerne einfach noch einmal anfangen, bitten um Entschuldigung. Wir wussten das am Anfang nicht, dass der Ton so schlecht ist und starten. Ja, das war das Meeresrauschen. Wir wollten halt eigentlich einen romantischen Abend verbringen, die Hatice und ich, ne, beim Baileys und Kerzenschein. Die Kerze war vom Chef, ne? Hat die keiner mitgenommen? Die wollte er doch wieder haben, oder? Ja. Also, nochmal, wir freuen uns über viele Fragen und hoffen, dass wir die richtigen Antworten geben können. In dem Fall ist es, glaube ich, hauptsächlich Hatice, weil das ist unsere Türkei-Außenreporterin und du kennst dich einfach bestens aus. Du machst ganz viel auch auf Facebook, berichtest immer aus den ganzen Hotels. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, was es auch immer sein möge zu Urlaub in der Türkei, dann seid ihr hier genau richtig. Wir wollen auch über die Reise, über das Reisen sprechen, weil das ist das, womit wir uns auskennen. Mit politischen Themen kennen wir uns nicht mit aus und mit allen anderen auch nicht. Das ist nicht unser Job. Ja, wir machen keine Nachrichten bei Sonnenklar TV, sondern wir machen Reisen. Richtig, wir machen das, was Spaß macht. Wir machen das, was Spaß macht und das ist nun mal Reisen. Und ja, ganz genau. Also von daher, erzähl du mal, wie du überhaupt zur Urlaubscheckerin geworden bist. Und dann gucke ich mal, dass ob schon Kommentare da sind, damit wir die nicht verpassen. Okay. Na, irgendwann ist auf Facebook bei mir irgendwie so eine Anzeige aufgeploppt. Hier, Traumjob, möchtest du für uns berichten vom Reisen, von der Sonne, vom Meer, von der tollen Destination Türkei? Und dann habe ich mir das mal aufgemacht, habe mir das durchgelesen und habe gesagt, Mensch, das hört sich ganz nach mir an. Habe ich auch beworben und habe auch, die Bestimmung war, Bewerberbestimmung war, ein Bewerbungsvideo einzuschicken. Das habe ich dann auch getan und habe tatsächlich für ein einminütiges Video 2 Wochen gebraucht. Ich habe mich da so richtig reingekniet, ich habe mir Mühe gegeben. Hab das dann eingeschickt und hab gewartet und irgendwann kam eine Antwort, Hatice, du bist unter unseren Bewerbern unter den ersten 6, komm doch mal vorbei. Wir haben ein Casting hier in Antalya und irgendwie muss ich überzeugt haben, es hat geklappt und so im Nachhinein denke ich, das war das Beste, was du tun konntest. Ja, du bist das Beste, was uns passieren konnte und auch natürlich den ganzen Zuschauern, weil du wirklich immer ganz, ganz tolle Informationen rüberbringst. Und das Ganze hat auch hier, so in diesem Hotel, wo wir gerade sind, im Delfin Big Grand stattgefunden. Wo sind wir hier gerade im Hotel?
jetzt, wo wir ja, hier sitzen. Wo genau, wir sitzen. Wir sind nämlich da, wo wir tatsächlich im Urlaubschecker nicht hingekommen sind. Das ist nämlich das Irish Pub. Und das Besondere an dem Irish Pub ist, wir haben hier wirklich 24 Stunden ein riesiges Buffet hier aufgebaut gehabt und wir haben uns ganz oft daran bedient. Ganz genau. Also man kann, dadurch, dass es ja Getränke rund um die Uhr gibt, gibt es auch Essen rund um die Uhr. Und wenn die ganzen Restaurants, die Hauptrestaurants, so in Essenszeiten dann hinterher geschlossen haben, dann kann man hier noch, wenn man möchte, weiter essen. Wir sind jetzt hier hingegangen, weil wir dachten, okay, hier ist es wahrscheinlich ein bisschen ruhiger, weil gerade, ja, jetzt ist gleich 7:45 ist Essenszeit. Hier ist überall im Hotel gerade super viel los. Das Hotel ist ausgebucht. Ich bin am Montag hier hingeflogen. Der Flug war ausgebucht. Also es boomt wie nie zuvor. Das stimmt, wie nie zuvor. Wir haben tatsächlich dieses Jahr den absoluten Rekord gebrochen. Super. Ja. Freut mich. Also ich bin immer wieder gerne hier. Es ist schnell zu erreichen. Es gehen viele Flüge von Deutschland aus, auch von kleineren Flughäfen. Ja. Du bist einfach dann schnell im Urlaub. Ja. Und gerade hier, wo wir sind, Antalya Lara, mag ich, weil du auch dann vom Flughafen in Antalya ganz schnell hier bist. Genau. Der Flughafen ist ja quasi hier um die Ecke. Du fährst um die 20 Minuten, würde ich sagen. Du bist wirklich ratzfatz hier. Du hast keine langen Transferzeiten und das ist schon sehr, sehr angenehm. Das ist eigentlich ein ganz wichtiger Punkt, wo unsere Gäste drauf werden. Weißt du das? Ja, die gucken das nämlich immer. Tolles Hotel, sind vielleicht zu weit, nehmen vielleicht doch das, weil das ganz nah am Flughafen ist. Weil Urlaubszeit ist kostbare Zeit. Absolut. Ja. Und vor allen Dingen, das Schöne ist dann auch hier, man hat, obwohl es nah am Flughafen ist, hat man gar keinen Fluglärm. Weil der Flughafen liegt so parallel praktisch zu den ganzen Hotels. Ja, die Flugschneise verläuft einfach ganz anders. Ja. Man fliegt praktisch, also es ist schon ein Stückchen weiter weg, der Flughafen hat 20 Minuten. Und man kommt dann so übers Meer hier so rein, da gibt es keinen Lärm mehr. Fliegen die bei dir übers Haus, wo du wohnst? Nein, da habe ich auch genau geguckt. Ja. Super. Nein. Ja, also wir sind zu Gast mit Sonnenklar TV an der türkischen Riviera. Wir senden ja live hier. Also sonst, wir sind zu Gast und darüber freuen wir uns sehr mit dem ganzen Team. Und morgen nochmal von 9 bis 13:30 Uhr. Ich habe direkt, weil ich bin ja halt hier auch so gerne, ich habe direkt verlängert. Ne? Ich habe gesagt, okay, ihr könnt alle nach Hause fliegen. Ich bleibe noch ein paar Tage privat hier, ja. Weil ich schon mal einmal hier bin. Das Wetter ist doch super. Wir haben heute 34 Grad gehabt. Ja. Unglaublich. Im Oktober. Ja, und weißt du was, wir haben nicht nur 34 Grad im Schatten hier, jetzt ist es so, dass ungefähr 2-3 Wochen einfach keine Luftfeuchtigkeit mehr da ist und genau das ist die Reisezeit, die unsere Gäste schenken. Ja, wie ist das Wetter so im Oktober? Haben wir gerade, ja, also aktuell ist es wirklich gut. Wir hatten am Montag, muss man auch dazu sagen, am Dienstag hat es mal ein bisschen geregnet für eine Stunde. Schon alles absolut in Ordnung. Soll ja auch regnen, ansonsten haben wir hier hinter der Wüste. Ja. Grüne Bäume gibt es nur durch künstliche Bewässerung oder durch Regen und da ist uns der Regen halt ab und zu mal lieber. Ich bin aber auch zum Beispiel Anfang November bin ich auch schon schwimmen gegangen noch im Meer, ganz normal. Ja, ja, ich auch, am 23. November. Am 23. November? Das weiß ich ganz genau, weil ich es gepostet habe. Ich wollte ein bisschen die Freundin in Deutschland neidisch machen. Ich so, Leute, 23. November, ich bin im Meer. Ist halt auch gerade eine Frage gewesen, wie das ist, das so Wetter im November so. Das kann so und so sein, ne? Wenn man ehrlich ist. Ja, also es kann tatsächlich mal irgendwie zuziehen oder auch mal abregnen. Das ist ganz normal. Aber normalerweise hat man wirklich im November noch gute 25 bis 28 Grad. Ja. Und je früher man im November dran ist, desto besser wahrscheinlich auch. Ne? Das ist natürlich immer. Dann hat das Meer auch noch eine Restwärme von den Sommermonaten, genau. Bevor es dann in der Winterzeit abkühlt. Ja. Ja, muss mal gucken, wer grüßt uns denn hier? Jetzt ist alles super, sagt die Katrin Arendt. Hallo, liebe Katrin. Grüße ins Delfin von der Beate Brande. Hallo Beate. Die Delfin-Hotels sind super, das finden wir auch. Christine Schäfer sagt Hallo Hatice. Hallo Christine. Hallo Lore Scholl. Schön, dass ihr alle mit dabei seid. So, Insider-Tipps für Siede, Nachtleben, wo man gut sitzen kann und essen. Ja, also ich steuere immer direkt den Hafen an zum Beispiel. Da haben auch einige Clubs aufgemacht direkt am Hafen. Es gibt auch sehr viele Restaurants dort. Ja, also ich würde sagen, wenn man nach Siede fährt, kann man das wunderbar mittags schon mit Sightseeing verbinden und shoppen. Abends kann man da schön Party machen. Wann geht's los? Spät? Also mit Party machen zum Beispiel?
Also ich sag jetzt mal, die Einheimischen gehen erst ab 11, 12 auf. Ja. Ja, mir geht's bis in die frühen Morgenstunden. So wie wir zu Hause eigentlich auch, ne? Ja. Machen nichts anderes. Was kostet das Hotel für 2 Wochen, liebe Franziska? Das weiß ich gerade nicht auswendig. Das wird die liebe Sarah oder das Social Team bestimmt noch rausfinden und dann vielleicht hier runterposten. Oder wie macht ihr das immer? Ganz genau, wir antworten dann einfach auf die Kommentare und posten es dann direkt unter die Frage drunter. Okay, super. Jetzt muss ich mal gucken, damit ich hier auch keinen verpasse. Ja. Oh, und der Alex Pekes ist auch da. Alex, bist du noch in Gambia oder bist du schon wieder zurück? Alex Pekes ist nämlich das Pendant von Hatice, auch Außenreporter auf den Kanarischen Inseln und für ganz Spanien, ist aber die letzten 2 Wochen in Gambia gewesen. Ja, hat er auch wirklich toll gemacht. Ihr macht das beides so super. Es ist völlig interessant, euch immer zuzuhören. Also für mich ist es immer toll, weil ich bin als Moderator im Studio und wir schalten dann zu unseren Außenmoderatoren und Moderatorinnen und man bekommt so tolle Informationen, ne? Und das ist einfach richtig interessant. Ja, finde ich auch. Wie bereitest du dich vor, bevor du in ein Hotel gehst und so eine Schalte machst? Also ich bin ja immer 2 Stunden vor der Schalte da, damit ich auch wirklich durch das ganze Hotel laufen kann. Und es ist ja nicht so, dass ich nur durch das Hotel laufe. Also ich habe ja relativ feine Antennen. Ich nehme auch schon relativ viel auf. Ich beobachte die Gäste, ich beobachte das Personal und versuche wirklich mir sehr, sehr viel zu merken, was gerade die Guest Relation erzählt. Ne? Weil die Guest Relation, das ist diese gute Seele des Hauses. Ich gebe dir unheimlich viel mit und die erzählt dann immer so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Und das sind so Informationen, die ich sehr gerne vor der Kamera vermittle. Das Gute ist schon, man muss nur 5 Minuten in so einem Hotel, da kriegt man auch keinen Eindruck. Ne? Das ist immer schon besser, wenn du ein bisschen vorher da bist. Und genau, das ist gut. Ich kriege gerade so richtig authentisch mit. Das ist schon wichtig für mich. Aber, von allen touristischen Orten, hast du einen Lieblingsort an der Riviera zum Beispiel? Ja, alles schön. Alles schön, ne? Ja. Ich finde Cida am besten, weil da das alles ein bisschen alt auch ist, ja, also dieses echte Alte, dieses Antike, richtig. Ausgrabungen. Ja. Belek ist zum Beispiel eher total künstlich, da gibt es halt die super Golfplätze natürlich, ne? Und absolut hochwertige Hotellerie, aber der Ort ist eigentlich ein bisschen künstlicher, oder? Richtig, aber was ich immer wieder feststelle ist, es ist wirklich an der kompletten Küste, an der türkischen Riviera, von Kemer bis Alanya, einfach für jeden Geschmack was dabei, ja, und das super. Macht die türkische Riviera einfach aus. Ja, absolut. Was ist denn euer Lieblingsort hier an der türkischen Riviera? Schreibt es uns doch mal. Schreibt doch gerne mal, was für Angebote denn vielleicht mal kommen sollten. Weil ich weiß jetzt als Moderator, wir haben zum Beispiel in den letzten Jahren wenig Kemer im Programm gehabt. Das stimmt. Ja, das ist, interessiert es oder interessiert es nicht? Oder ist es gut so, dass wir hauptsächlich so Cide, Alanya, hier Lara, Belek ja mit drin haben? Kemer ist irgendwann mal ein bisschen, da war dann eher der russische Markt. Drin, ne? Der touristische Markt. Daher haben sich die viele Deutsche eigentlich ein bisschen zurückgezogen. Genau, aber wenn ich ganz ehrlich bin, es hat sich wieder gelegt. Mhm. Ja? Wenn ich in die Hotels reingehe, sagen tatsächlich die Hoteliers immer zu mir, Hatice, mach mal, bring uns doch mal wieder die treuen deutschen Gäste. Wir wollen das wieder, richtig so? Mhm. Und das ist das, was ich auch versuche zu vermitteln. Ich würde mich wirklich freuen, wenn ich öfter mal wieder nach Kemer fahren würde oder könnte, weil Kemer einfach von der Lage her fantastisch ist und auch die Hotellerie ist sehr, sehr gut da. Die Angelina hat gefragt, was kostet es jetzt im Moment für eine Woche? Das Hotel, in dem wir uns gerade befinden, das Angebot ist ja erst ab 1. November buchbar. Was wir haben, ja. Aber da direkt der Abpreis für eine Person sind 566 Euro. Das ist mit Ultra All Inclusive, mit Doppelzimmer, seitlichem Meerblick, ja, und all dem, was wir gestern im Urlaubschecker gesehen haben. Und außerdem ist das Hotel gerade komplett voll. Also wenn man jetzt wirklich morgen hier hinfliegen möchte, keine Chance, es gibt kein Zimmer mehr, also und die ganzen Hotels sind fast alle wirklich ausgebucht. Ne, jetzt kommt auch noch Herbstferienzeit, ja, in vielen Bundesländern, da wird es natürlich eng. Ja. Also es ist wirklich, ich sag dir, es boomt wie nie zuvor. Die Franziska, die möchte gerne wissen, welche Bootsfahrt kann man machen? Es gibt so blaue Reisen, es gibt aber auch Tagesfahrten, richtig. Oder? Tagesausflüge? Also, ja, also blaue Reisen muss man natürlich vorab
aus Deutschland buchen, ist klar, weil du bist ja tatsächlich mit dem Boot unterwegs. Und die anderen ganzen Tagesbootsausflüge, da gibt es so viele schöne. Kommt halt immer drauf an, wo du dich gerade wirklich an der türkischen Riviera befindest. Richtung Kemal geht es nach Adrasan und das ist nochmal ganz, ganz anderes. Ja. Side direkt am Hafen geht es schon los. Und was ich immer sehr, sehr schön finde, du bist wirklich auf den Booten, auch tatsächlich von morgens bis abends komplett verpflegt. Du musst dir keine Gedanken machen und du fährst die schönsten Booten an. Cool. Lohnt sich also auf jeden Fall. Weißt du ungefähr, was sowas kostet? Hast du eine Ahnung? In welchem ungefähr? Also es geht es sich darum, ob es jetzt 5 Euro ist, 50 Euro oder also, ist es 100 Euro so ein Ausflug? Also es gibt natürlich auch private Bootsausflüge für maximal 10 bis 12 Personen. Die sind ein bisschen höher angesetzt, da zahlt man schon mal um die 100 Euro oder so, 150 Euro. Aber wenn man dann irgendwo zusammenfährt auf einem größeren Boot, dann kann man das schon für 40, 50 Euro machen. Also exklusiverer Rahmen ist dann auch teurer, so wie es immer ist. Ne? Ja. Wie ist das neue Riesenrad am Stadion? Cool. Riesig. Welches, also, hast du schon gesehen? Nee. Man sieht es von mir aus. In Antalya am Stadion? Ja, ja, das ist, also, ist, da guck mal, wie gut der Jan sich auskennt. Jan Timmermann, gute Frage. Also da ist das Stadion und ein Stückchen weiter vom Stadion haben sie jetzt ein Riesenrad hingebaut und das leuchtet nachts, das siehst du schon von weitem. Das haben wir gestern übrigens auch gesehen, Sarah. Erinnerst du dich, ja, als wir auf diesem Plateau waren? Wo das ist das Riesenrad. Du meintest, sie wollen so ein bisschen auf London machen, oder? Ja, sie machen auf London. Sie machen auf London. Aber mit besserem Wetter. Genau. Und mit Strand. Genau. Also es ist auf jeden Fall ein Ausflug wert. Warst du schon drin? Nein. Aber ja, da musst du ja mal. Ja, ich bin da so ein bisschen so, ich mache gern Bungee-Jumping und echt? Ja, ins Meer rein und so. Riesenrad ist mir gerade so ein bisschen langweilig. So, und dann direkt der Jan, der mag gerne Ausflüge machen oder der macht ein bisschen Action. Ist die Seilbahn am Hafen, ist die schon wieder in Betrieb? Meint ihr jetzt am Hafen von Alanya oder meinst du den Richtung Facelis? Das müsste ich wissen. Also obwohl beide funktionieren, beide laufen. Also Jan, kannst du Seilbahn fahren, kannst du Riesenrad fahren, hier wird richtig was geboten und ich kriege ja immer gesagt, dass ich mich hier nicht auflehnen darf. Wackelt dann die Kamera oder was? Nee, ich gönn dir einfach die Gemütlichkeit nicht. Ja, das solche Kollegen hat man bei Sonnenklar.tv, da lobe ich mir doch die Hatice. Also, so, der Pepe schreibt, ich fliege am 21.10. nach Side dank Sonnenklar.tv. Ja, da wünschen wir doch einen super schönen Urlaub, nur noch 11 Tage. Dann geht es los. Die Sabrina hat auch noch mal gefragt, wie sieht es wettertechnisch Mitte November aus? Viel Regen? Nein, kann man nicht sagen. Also es ist eigentlich nicht so viel regnet hier in Antalya. Deswegen ist es ja eigentlich auch beliebt als Ganzjahresziel. Es regnet vielleicht mal. Das ist aber auch gut so, weil auch die deutschen Gäste schätzen ja die Natur hier. Und Natur kann eben wirklich nur erhalten bleiben, wenn wir ein bisschen Wasser bekommen, weil sonst ist es wirklich sehr heiß und es regnet gar nicht. Sag mal, als Pendos, wo du dir mal Wetten, das angeguckt hast, als It-Girl, da werde ich jetzt ewig drauf rumreiten, da kannst du dich mal drauf gefasst machen, mit Paris Hilton und so. Da sind ja auch manchmal so Opern oder solche Geschichten. Ja, ne? Ja. Findet das regelmäßig statt und ist es da relativ einfach an Karten zu kommen noch, ja, oder ist es immer schon... Also diese Termine werden ja von wirklich, also sehr früh schon angeboten, viel auch auf Facebook, sodass die Gäste vorher schon wissen, wann die Termine sind. Und du kannst bei deinem Reiseleiter ein Ticket bekommen, du kannst in der Stadt überall Tickets bekommen, du kannst Online-Tickets bekommen oder sogar direkt in Aspendos selber. Und die Festivals und die Opern und Aufführungen sind einfach so schön. Weißt du, in diesen alten Theater, du sitzt auf diesen Steinen und dann Kamina Burana zum Beispiel, da kriege ich immer Gänsehaut. Super. Also ich habe es auch noch nicht erlebt, würde ich gerne mal sehen. Also von daher hat mich das jetzt privat einfach gerade mal interessiert. Finde ich toll, gerade so in so antiken Städten, dass es dann so aufgeführt wird. Ja, ja. Was empfiehlst du sonst noch als Ausflug? Es gibt zum Beispiel, das klingt so komisch, ne? Aber es gibt hier einen Stausee, der total schön ist. Stimmt. Ja?
Weil normalerweise sagt man, was soll ich an Stausee fahren? Ne? Da fahre ich an Möhnesee in Nordrhein-Westfalen im Sauerland. Aber das ist hier schon ein bisschen anders, oder? Das sind ganz andere Dimensionen erstmal. Ganz andere Natur, ganz anderes Wasser. Und du fährst da und bist wirklich so total richtig geplättet. Das ist der Green Canyon. Und das lohnt sich auch. Green Canyon. Kann's ehrlich? Ja, und viele Menschen scheuen sich so ein bisschen davor, weil sie denken, dieser Stausee wäre kalt. Das ist nämlich nicht so. Es ist nämlich sehr, sehr angenehm. Wenn du in den Sommermonaten hier Urlaub machst, dann bist du eigentlich ganz froh, wenn du so eine kleine Erfrischung bekommst. Gibt es da Badeplattformen oder wie ein Strand oder wie ist es da? Also die haben halt auf dem Stausee eine künstliche aus Holz mit so einem Rad dazu, ganz süß, ja, errichtet, so eine Plattform, die ist relativ groß. Dann legt dann das Boot da an für eine gute halbe Stunde und dann kann sich richtig schön erfrischen. Und das machen die auf dem Hinweg, wo es dann zum Essen geht. Es gibt ja auch noch Essen und auf dem Rückweg auch noch. Rudolf Eichhorn sieht zu und André Brossmann, ja, beides ja, Sonnenklar-TV-Fans. Schön, dass ihr auch mit dabei seid. Und wie sind momentan die Preise für Taxi oder Dollbusch circa? Ja, das, ich kann es gerne an Antalya gerade festmachen. Wir waren nämlich gerade gestern in Antalya, wir waren in der Altstadt. Die Altstadt ist ja relativ zentral und dann kommt Lara und Konya Alte. Und wir haben von Kale Ice bis zu diesem Hotel, was so am Anfang mittig relativ ist, haben wir glaube ich 60, 70 Lira bezahlt und das sind so 11 Euro. Dolmusch, ja, so zwischen 1 und 2 Euro. Okay. Gibt es auch für das Delphin Palace für nächstes Jahr Angebote von Sonnenklar TV? Das weiß ich jetzt schon, wir haben es nicht im TV. Das heißt aber nicht, dass wir diese Angebote nicht haben. Ne? Wir haben ja immer nur ausgesuchte Angebote im Fernsehen. Auf sonnenklar.tv findet man alle Delphin-Hotels, die man buchen kann, sowohl wenn sie aufhaben für die Winterzeit, als auch für die Sommermonate von den verschiedensten Veranstaltern. Wir haben ja bei Sonnenklar TV, wir verkaufen ja auch TUI, wir verkaufen Schauinslandreisen, wir verkaufen klar Big Extra, FDI, aber alle Veranstalter und von daher gibt es immer Angebote. Ja. Bitteschön, Stefan. Bitteschön. Danke auch, Pepe. Ja, super. Aber alles, fast alles richtig drüber. Ja, schön. Also, wenn ihr noch die ein oder andere Frage habt, fragt gerne, weil jetzt habt ihr noch die Chance. Ne? Ansonsten sind wir gleich auch beim Essen. Nimm oben hier. Nimm doch mal ganz kurz. An meinen Baileys. An deinem Lieblingsgetränk. Ja. Cheers. Cheers. Gestern Abend hatte ich eigentlich vorgenommen, heute keinen einzigen Schluck Alkohol zu trinken, tatsächlich. Was war denn gestern Abend? Ich war ein bisschen betrunken, muss ich sagen. Ich und das wird mir heute definitiv nicht passieren, weil ich habe ja morgen früh um 9 Uhr wieder Sendung. Oh, ist dann immer umgekehrt. Heute war die Sendung dann erst 14.30 Uhr, da kannst du auch mal ein bisschen länger machen. Ne? Aber kennst du ja. Ja. Das, ja. Ja. Ja, ein ganzes Team haben wir hier mit dabei. Also wir haben ja zwei Kameraleute, Anton mit dabei, einen technischen Leiter, ein Producer ist mit dabei, die hat Teacher ist mit dabei, die liebe Sarah ist mit dabei. Komm mal rum, Sarah, zeig dich auch mal. Ja, die Sarah, die bei uns Social klar gemacht hat. Vorhin um 17 Uhr war sie noch bei uns in der Sendung. Habt ihr auch Sonnenklar TV sehen können und ja. Jetzt bin ich da und schau, was ihr so im Netz treibt. Im dunklen Bildschirm, oder? Richtig. Ja, komm. Ich bin ein Cyborg, ich kann das auch ohne Handy. Sag mal, ihr habt gerade schon gesagt, ihr wart gestern in Antalya und du hast den perfekten Tag sozusagen in Antalya. Den habt ihr erlebt, gestaltet euch selber. Und du warst mit der Kamera dabei. Ja. Und wann kann man das ungefähr irgendwann zu erwarten, zu sehen und wo kann ich es dann sehen? Also ich bin ja dann am Montag wieder im Büro und da werde ich mich gleich dran machen, dass ich mir irgendjemanden auf unseren Schnitt kralle, der dann meine ungefähr 2000 Videos, die ich gestern glaube ich aufgenommen habe, zusammenfügt zu einem schönen Vlog, weil die Hadid hat uns wirklich ganz, ganz viel gezeigt. Das ist alles sozusagen im Sauseschritt. Wir sind erst nach der Sendung losgefahren. Das war hier zur Ortszeit 14.30 Uhr. Wir waren dann erst kurz nach drei in Antalya, aber wir haben so viel gesehen und ich war total baff. Ich meine, ich arbeite seit 2 Jahren bei Sonnenklar TV. Ich
war, ich kenne die Hotelanlagen von Bildern, auch weil ich auch schon einige so gesehen habe. Ich hätte nicht gedacht, dass Antalya so schön ist in der Stadt. Also wirklich, das erwähnt ihr den Gästen, was ich so cool fand, dass ihr sagt, es gibt einen Wettbewerb in der Türkei. Vielleicht erklärst du das mal nochmal. Ja, das ist so eine Bepflanzungswettbewerb-Challenge in der Türkei, welche Stadt wirklich die schönste Innenstadt, die schönste Altstadt hat. Oh, mit dieser Bepflanzung und Antalya. Grünste Stadt sozusagen. Genau, und Antalya räumt regelmäßig ab. Das hast du gestern gesehen. Ja, also die ganzen Wände sind so bepflanzt, wie man jetzt so ganz hip sagt, Living Walls, an denen die quasi wirklich senkrecht mit Blumentöpfen bepflanzt sind. Und es sieht einfach aus, als würdest du an einer Dschungelwand vorbeilaufen. Wahnsinn. Ich muss kurz noch mal fragen, wann bist du wieder im Büro? Am Montag. Ah, okay, da wo ich also noch hier am Strand bin. Genau. Bei 32 Grad. Manche Leute haben ein Pflichtbewusstsein und wollen Stellung halten. Das ist mir schon vor Jahren abgegangen. Ich habe ein Urlaubsbewusstsein, ja, das habe ich. Ich meine, das ist beides wichtig für unseren Job. Absolut, also. Absolut. So, Christa, MS Berlin meinte ich, jetzt muss ich deine Frage noch mal kurz nehmen. Hallo Marc, denke immer noch gerne zurück. Ah, MS Berlin, Rotes Meer mit Berit. Schön euch zu sehen. Antalya ist so eine tolle Stadt. Ja, Christa, schön von dir zu lesen. Das ist ja das Tolle immer an Sonnenklappen. Ja, also ich weiß nicht, ob jetzt die ganzen Zuschauer auf Facebook oder aus Social Media, ob die auch regelmäßig Fernsehen gucken, ob die regelmäßig bei Sonnenklar.tv buchen, aber du warst auch schon dieses Jahr auf der goldenen Sonne. Wir haben die verschiedensten Zuschauerreisen immer jetzt im November, Jan und Goofy zu einer Schlagerwoche in El Guna und nächstes Jahr schon wieder die goldene Sonne am 25. April oder 26. April ist es, glaube ich. Und das ist immer toll mit den ganzen Urlaubern im Kopf. Das ist so, wir haben so tolle Urlauber und Zuschauer, wirklich. Das ist, mit manchen hat man eine ganz, ganz intensive Beziehung und Bindung und Kontakt, auch privat, wir auch über Facebook. Ich schreibe hier ganz viel auch. Ja. Ich finde das so toll. Ich finde so bestätigt, weißt du, unser Katice, super, sehr authentisch. Das, was du erzählst, wir waren schon mal da, stimme ich dir zu. Ich, also so macht es halt viel mehr Spaß. Ja, definitiv. Also mir auch, weil das ist so, man bekommt Feedback, man kann Feedback geben und man ist so in Kontakt mit Gästen, Urlaubern, Zuschauern wie kein anderer in diesem Segment Tourismus. Das kann kein anderer. Jeder andere Reiseveranstalter guckt ein Jahr im Voraus irgendwelche Kataloge. Wenn wir Nachrichten auf Facebook kriegen, hey, mach doch mal das und das Angebot, in der Regel versuchen wir das dann auch und machen dann einfach das und das Angebot. Ja? Das ist total, ja, das ist mega. Ja, absolut. Die Kerstin, die ist ja, ne? Ich wünsche euch guten Appetit nachher. Ja, also jetzt gleich, Kerstin. Jetzt machen wir auch langsam mal Feierabend. So, ja. Wer trotzdem mal sehen möchte, wie das Buffet aussieht, das ist im Urlaubschecker von gestern natürlich zu sehen. Ah, genau. Hier runter, also auf der Seite. Runterscrollen, genau. Gestern Nachmittag war das? Gestern Nachmittag, gestern 11.30 Uhr, aber auf YouTube haben wir es auch schon. Und da haben wir fast eine Dreiviertelstunde lang uns durchs Hotel jagen lassen von unseren Zuschauern. Ja, dann wünschen wir euch gleich auch einen guten Appetit zu Hause, wo auch immer. Oder vielleicht geht ihr irgendwas essen und dann sagen wir vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für die Fragen und bis bald, oder? Ja. Dich sieht man ja sowieso immer. Ja, richtig. Ja, ja. Neuerdings öfter. Neuerdings öfter. Freue ich mich drauf. Ja, ich freue mich auch drauf. So, und jetzt gibt's was zu essen, aber erstmal eine Dusche. Tschüss. Ciao.